Wie ist das Ganze so gekommen? Ich glaube, das ist so gekommen, dass wir uns immer die Verantwortung abgegeben haben. Wir haben letzten Endes, haben wir das alles so erschaffen. Wir haben immer jemand gebraucht, den wo wir fragen, der wo uns legitimiert, der uns erlaubt, dass das so geht. Jemand, der uns untereinander regelt, jemand, der uns steuert. Das hat dazu geführt, dass wir eigentlich nichts anderes sind, wie wir domestiziert sind. Wir sind eigentlich Haustiere und wissen es nicht. Wir gehen in den Supermarkt und wir fingern uns unser Brot mit dem komischen Gestell da raus. Wir kaufen das, was die da reinstellen und glauben das, was die da auf die Produkte draufschreiben und die ganzen Umstände. Da fragen wir nicht, weil es so ist, wie es ist, weil das werden sie schon richtig machen. Letzten Endes ist das auch die Ursache für das Geld oder was mit dem Geld passiert, weil denjenigen, denen wir die Verantwortung geben, das ist doch völlig klar, was die damit anstellen. Ich möchte gar keine Bösen sehen, sondern ich sage einfach, okay, was kann man machen? Und da habe ich eine Vision. Ich hab eine Vision, dass ich sage, wir brauchen gar kein Geld. Wir brauchen keine Ideologie, die uns spaltet. Wir brauchen, tut mir leid, ich sehe die ganzen Fahnen, ich brauche keine Grünen, ich brauche keine Linken, ich brauche keine Schwarzen und ich brauche schon gar keine Gelben. Ich möchte sagen, dass wir gar niemanden brauchen, den wir fragen, ob das so richtig ist, wie es ist. Wenn ich schaue, wir leben im Überfluss. Es ist alles da. Wir haben die Sonne, die scheint, wir haben unendliche Energie. Wir haben Grün ohne Ende, wir haben Flächen. Wir können uns alle selbst versorgen. Und das, was wir alle nicht checken, ist, dass wir nicht den ganzen Tag arbeiten brauchen, damit wir bloß existieren dürfen. So sind wir nicht gedacht. Dafür sind wir nicht auf die Welt gekommen. Wir sind Menschen und Menschen müssen in Freiheit leben. Und das fängt überall an, überall, wo die Tiere einsperren, irgendwo, wenn diese Freiheit beschnitten wird, irgendwann merkt man, dass das kollidiert, dass das nicht so weitergeht. Letzten Endes, wenn wir erkannt haben, dass wir die Wahl haben, dass wir uns nimmer domestizieren lassen, sondern dass wir uns selber versorgen können. Ja, wen brauchen wir noch fragen? Brauchen wir ein Bankkonto? Muss ich noch Angst haben, dass ich am nächsten ersten meine Miete zahlen kann? Überhaupt nicht. Und da ist immer die Frage, okay, wer macht denn das? Wer sorgt jetzt für unser Wasser? Wer sorgt für unsere Energie? Wer sorgt fürs Essen? Was soll das alles? Hey, wir sind Menschen. Wir haben zwei Hände. Zumindest sehr viele von uns und können das auch nutzen, und wir haben ein Hirn. Und unser innerster Drang ist es doch, nützlich zu sein. Wir wollen uns engagieren, wir wollen beitragen. Und auf das kann man sich immer verlassen. Und wenn ich jetzt schaue, wie viele müssen denn eigentlich was tun und arbeiten, damit wir versorgt sind, das sind relativ wenig. Und die würden das auch sehr gern tun. Das steht für mich einfach fest. Und der Mensch ist nicht irgendwie etwas, das über der Natur steht, der Mensch ist ein Teil der Natur. Und wenn ihr jetzt die ganzen Leute anschaut, die da die Neuhauser Straße runter sind, wie es immer sein, die rennen da völlig unbeweglich durcheinander und nichts passiert. Da sind keine Verkehrszeichen, da sind keine Orte, die sagen, da gibt es links und da gibt es rechts. Die Natur schafft immer für den Ausgleich und der Mensch ist ein Teil der Natur. Die Frage ist, wo kommt denn das her, dass wir alle miteinander verbunden sind? Ich glaube ganz fest daran, dass es so ist, dass jeder, der hier geboren wird, mit all seinen Talenten, mit all seinen Fähigkeiten, dass das einen Sinn hat. Jeder, der eine Sehnsucht in sich trägt, mit seiner Liebe, das, was er kann, das ist genau dazu da, dass er das in diese Welt trägt. Das muss angewandt werden. Das Ganze ist korrumpiert, es geht unter, weil man den ganzen Tag bloß im Vollwahnsinn uns gegenseitig zerfleischen, dass wir unseren eigenen Vorteil schützen, dass ich bloß genug habe für mich. Das braucht es nicht. Jetzt möchte ich euch gerne mal kurz auffordern, wo wir herkommen und da, wo diese Energie herkommt, dass wir damit einfach mal Verbindung aufnehmen, dass wir vielleicht nicht nur mit Worten versuchen, uns gegenseitig zu überzeugen, denn es gibt noch viel mehr als Worte, als
um das verständlich zu machen. Ich möchte euch jetzt einfach mal auffordern, eure Hand auf euer Herz zu legen.